Wolkenverhangen, so nennt Gesundheitsminister Rudolf Anschober das Jahr 2020, dieses doch sehr besondere Jahr, das Covid-Jahr mit so vielen Toten europaweit, 1,75 Millionen, 6.000 davon allein in Österreich und über 80 Millionen Fälle hat es gegeben. Der Gesundheitsminister, der lobt aber auch die große und enorme Solidarität, die es innerhalb der Menschheit gegeben hat, in diesem Jahr natürlich auch in Österreich. Und er hat heute auch einige Zahlen präsentiert aus seinem Ministerium. 149 Verordnungen hat es gegeben. Einige haben, wie wir wissen, ja nicht ganz den Erwartungen entsprochen. Stichwort Osterlass und sind auch vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. 12 Bundesgesetze, dann enorm viel Anfragen auch von einigen Bürgern. Der Gesundheitsminister, der hat aber auch einen Ausblick gegeben. Er hat Hoffnung auch sozusagen zugesichert, meint, das nächste Jahr wird besser werden und er stützt sich hier vor allem auf die Impfung. Die soll sozusagen so etwas wie der Schlüssel sein, um Corona auch wirklich den Kampf anzusagen. Am 6. Jänner könnte es dann einen nächsten Schritt dazu geben. Dann könnte nämlich ein weiterer Impfstoff europaweit auch zugelassen werden. Ja, und soweit also der Ausblick und auch der Rückblick des Gesundheitsministers zu diesem besonderen Jahr. Im nächsten Jahr kann es nur besser werden.